Moin. Sind wir live? Keine Ahnung. Wir hatten technische Probleme, aber jetzt sind wir da. Hier live von der Bremen Classic Motor Show. Ich werde gleich mit Carlos Keller wieder hier ein bisschen rumlaufen. Und Christian ist da und den kennt ihr natürlich. Moin. Von Andys Funktionspunk. So ist das. Was machst du hier? Ein Tag Urlaub. Geil, Urlaub auf der Oldtimer-Messe. Ja, ich habe tatsächlich einen Tag mir freigenommen. Bin heute Morgen von Kiel aus hierher gedurft um 6 Uhr. War 9 Uhr hier und seitdem schlurf ich hier rum. Geil. Ja, habe 2 Rollen Klebeband gekauft. Patzen, Kerzenstecker und eine Triumph-Rohkarosserie vom TR3. Zieht euch das rein. Und das sieht man demnächst irgendwie auch bei euch auf dem Kanal, oder was? Nee. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, ob das von Interesse ist. Aber das müssen wir noch mal diskutieren. Also, hier ist Bewegung drin. Carlos und ich werden jetzt mal ein bisschen rumlaufen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr uns direkt fragen. Vielleicht haben wir sogar Antworten dazu. Wir bleiben aber diesmal in Halle 6. Weil das Gelände ist riesengroß und am Ende kommen wir wieder auf diesen Stand hier zurück, den ihr ja vielleicht schon mal gesehen habt. The American Pickup. Wir wollen mal rumlaufen? Wir laufen los. Christian, bis später. Lauf hier mal rum. Und tschüss. Tschüss. Ja, Herr Gedo, die Technik-Opis sind unterwegs. Genau. Also als erstes, guck mal hier. Das sind die Kollegen von USK Freunde Bremen, die mit ihrem, unter anderem mit ihrem Pontiac GTO hier glänzen. Genau, mit GTO und mit dem Roadrunner. Und hier haben wir die Jungs, die Drag Racing fahren. Schnelle Autos. Das hat nicht mit Budget gemacht. Geiler Scheiß. Also. Was haben wir noch? Guck mal hier. Ja, lass mal bitte zu den Jungs von den Track Days latschen, weil da haben wir nämlich auch noch was vor. Also natürlich nicht heute, aber... Oldtimer Track Days, ne? Ja. Kasper ist da. Hey Kasper, hast du kurze Sekunde? Ah super, alles klar. Ja, also Kasper macht die Oldtimer Track Days. So sieht's aus. Seit wann? Seit 2018, wo Helge uns ja schon von Anfang an unterstützt hat. Mitgefahren mit Mini. Video, ja, Video kennt ihr. Action, Action. Ja, genau. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in Bremen und ich muss sagen, ich bin sehr überwältigt, wie voll das heute schon war. So kann es weitergehen und ja, absolut begeistert. Und ich bin begeistert, wie bunt euer Stand geworden ist. Was ist da denn los? Ja, wir haben mal gedacht, wir machen alles mal so ein bisschen im 70er-Jahre-Flair. Alles toll designt von der Designerin aus der Ukraine und ja, wir sind total begeistert. Aber ich würde mal sagen, auffallen ist alles, oder? Ja. Wann geht's denn los, diese Saison, wieder erste Rennen? Ja, natürlich wieder der Saisonstart in der Motorsport-Arena Oschersleben. Erstes April-Wochenende. Wir hoffen auf gutes Wetter und ja, wir sind schwer begeistert. Ja, und das Geile ist, dass ich nämlich mit Kasper vorhin schon gesprochen habe und ihr wisst ja, einmal im Jahr kommt das Sway Magazine raus. Ja, ja. Und wir planen jetzt gerade schon mal irgendwie bei diesem ersten Neustart im April in Oschersleben dabei zu sein und da einen geilen Bericht fürs nächste Magazin irgendwie zu fabrizieren. Und das besprechen wir morgen und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf die Track Days in Oschersleben, ob wir berichten oder nicht, wir sind auf jeden Fall dabei. Ja, da freue ich mich drauf. So kann das Jahr starten, oder? Absolut. Sauber. Wir müssen weiter. Alles klar. Danke. Ciao. Viel Spaß. Tschüss. Ja, Track Day ist wichtig, weil geht ja nicht immer nur hier Autos hinstellen, müssen auch artgerecht bewegt werden. Was haben wir hier? Ey, guck dir das an. Verkauft. Ford Granada MK2. 2 Liter. Für welchen Preis? Für welchen Preis? Steht da was dran? Nee. Ey, die Autos haben wir damals geschlachtet, ne? Haben wir für 300 Mark gekauft. Ja, aber das sind doch jetzt die Kisten, die ist auch gut, dass so ein bisschen diese Kultur wieder aufrecht erlebt wird, weil wir haben festgestellt, dass der Nachwuchs eher auf die Kisten steht und nicht unbedingt... Ja klar, jede Generation hat ja ihre eigenen Autos. Ja, ne? Und deswegen ist das natürlich mega, dass hier auch ein bisschen diese Fraktion vertreten ist und nicht nur diese mega High-Class-Sachen, die kaum bezahlbar sind. Ja. Hier, hättest du dir das mal vorstellen können, Dass das, ey, bitte, dass sowas auf dem Oldtimer-Markt mal steht. Ist das, also, finde ich super.
Ein guter Renault Twingo. Twingo. Herrlich. Kennst du das hier? Steck mir mal einen Finger ins Ohr. Hier, was ist das? Twingo beim Tanken. Zeit. Hier, was steht hier eigentlich? Was haben wir da? Wie viel Zeit? Wieso? Ja, wie was steht? Dann läuft die. Ja, klar. Ja, gut, dann sind wir ja noch, ne? Okay, was haben wir denn noch hier? Also, das, was ich ja eigentlich als Alltagsauto bezeichnen würde, hier so ein 3er BMW, steht jetzt hier in der Klassikerhalle. Und wundert euch übrigens nicht, weil es natürlich jetzt, es ist jetzt ja kurz vor 18 Uhr, also kurz vor Toreschluss, deswegen es war brüllend voll heute am ersten Tag hier, aber jetzt ist natürlich langsam hier Schicht im Schacht, deswegen ist es ein bisschen. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen Ruhe hier, ja, weil. Sonst hätten wir auch gar nicht losgehen können. Nee. Oh, hier, schöner 928 Gran Turismo. 968. Und wenn ihr mal Porsche fahren wollt, aber kein Kleingeld habt, ne? Super. Ey, das Walter Röhrl ist mal mit dem Porsche-Traktor irgendwie auf die Rennstrecke gefahren. Ja, viele wissen ja, ich mache ja noch für den TÜV Südenkalender. Da haben wir diesen roten Porsche jetzt auch irgendwie abfotografiert. Hat ja eine riesen Fangemeinde. Ne? Man wundert sich immer wieder. Ich finde ja gut, in Norddeutschland ist jetzt nicht ganz so dolle, aber ich glaube, in Süddeutschland geht da echt was dran. Ja. Was kommt noch? Jetzt müssen wir hier mal die lahme Ecke ein bisschen schneller durchkreuzen hier. Hey, erzähl doch mal einen Schwank. Ja, warte, muss mal gucken, muss ich orientieren. Hier, Grip. Ich mache hier keine Autogrammstunde, aber irgendjemand wird hier Autogrammstunde machen. Müller, hey, du Zeit. Hast du keine Arbeit oder habt die Stütze jetzt einen Bewilligungsbescheid rausgehauen? Hier, wir haben ja mal eine Live-Sendung. Guck mal, wer hier ist. Ne? Ach, Live-Sendung? Ja, ja, alles. Ja, hast den Antrag durch? Du kannst, ja, alles durch. Du kannst super. Nichts mehr zurücknehmen, was du jetzt sagst. Ja, ich sehe da keine Probleme. Ne? Nee. Hier sind nämlich Fachkräfte am Start. Ne? Wir machen das hauptberuflich und Helge schon mit Erfolg, oder? Ja. Deswegen brauche ich noch eine kleine Nachschulung, weil ich möchte auch mal, wenn es klingelt, was abheben können. Ja, das wird irgendwann mal passieren. Und der Rest von den Leuten sitzt hier in der Transe. Ja, aber ja, super. Ihr habt es ja gemütlich gemacht. Ja, ja, es geht ja langsam dem Ende zu. Wir haben das, ich sag mal, die Dusche schon auf warmem Wasser gestellt. Geil. Damit der, weißt du, der harte Kalk von der schweren Arbeit entfernt werden kann. Eine Lösung der Probleme erfolgt. Den hat der harte Kalk, der Teppich war heute Mittag noch schwarz. Das ist richtig, ne? Ich sag mal, der Staub der Straße, der lässt seine Spuren, aber wir sind ja auch gerne für die linke Spur bereit. So sieht es aus, wir gehen weiter. Da gehen wir später nochmal hin. Tschüss, viel Spaß. So, Herr Grip Müller. Jungs unter sich. Ja, Grip Jungs unter sich. Ne? War natürlich klar, Date, der Transit-Fan, hat da wieder so einen Rest-TÜV-Wagen sich hingestellt. Und der Schätzekar finde ich geil. Official Pace Car. Das Official Pace Car finde ich wirklich lässig. Also Corvette. Gerade die Corvette C3 erfreut sich ja immer größere Beliebtheit und diese Official Pace Cars sind ja auch ziemlich selten, wenn sie im Original sind. Ja. Und finde ich ziemlich lässig. Gibt eine eigene Sonderszene dran irgendwie, ne? Jo. Was haben wir noch hier? Einmal Rundblick. Oh, hier. Titelmotiv von uns gerade. Oh. Wir haben ja. Der Girls and Legendary US Car Kalender ist ja auch mit einem wunderbaren Studebaker Band hier rausgekommen. Das sieht auch so ein Prachtexemplar. Geile Farbe übrigens auch. Sehr selten, sehr cool. Und vom Design immer sehr, sehr speziell. Habe ich mal in New York gesehen, ganz früher, und wusste nicht, was das für ein Auto ist. Ja, das wird geliebt, es wird gehasst. Also, genau. Es ist wirklich so eine Design-Geschichte, wo man war, okay, man mag es, man mag es nicht. Aber bei uns im 2023er Kalender Girls and Legendary US Cars auf dem Titel. In Palm Springs auf dem Titel, zeigen wir euch später. Ja, was sagt ihr zum Studebaker Avanti? Gut, was haben wir noch? E-Types, Porsche natürlich. Was ich bei Porsche gut finde, ist alles so schön bunt hier. Ja, das ist geil. Das ist schön gemacht. Oh, hier, Volvo, herrlich. Aber ich den grünen, den liebe ich. Ja, ich finde ja den mega. Ja. Überhaupt den. Also ich bin zugegebenerweise großer Volvo-Fan. Ich hatte ja lange Zeit einen 850er und
Leider hat er sich so ein bisschen verabschiedet und jetzt musste ich auf ein praktisches Auto wieder ausweichen. Aber sonst bin ich großer, großer Volvo-Fan. Finde ich alle geil. Also cool. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu der Sache, warum wir eigentlich hier sind. Motorraver macht ja jedes Jahr eine Sonderschau auf der Bremen-Messe, habt ihr ja schon mitbekommen. Wir hatten Surfcast, wir hatten Survivor, wir hatten Filmautos. Und was wir jetzt haben, ist tschüss, Jungs. The American Pickup. Also, ne, die Fahrzeuge, die Amerika mobil gemacht haben, wo ich ja richtig stolz drauf bin, das seht ihr hier oben, hat Jens, unser Messebauer, gebaut. Ist im Prinzip, sieht aus wie ein Luftfilter. Und sowas hing 1969 auf der Detroit Motor Show an der Decke bei der Chrysler Corporation. Und jetzt haben wir hier 5 Autos aus jedem Jahrzehnt. Wir haben zum Beispiel aus den 70ern den F-150 Ford Stepside, dann haben wir mal einen 68er F-250, dann haben wir ein Auto von wann ist denn der? 49 oder so? Ich glaube 48. 48er Chevy, dann haben wir einen GMC und aus den 80ern noch einen Dodge Truck. Genau. Und King Kasi legt hier gleich Musik auf. Wir fangen jetzt hier unsere Standparty an. Weiter kommen wir heute, glaube ich, gar nicht. Doch, wir gehen noch mal zum Kalender, oder? Ja, also das Geile ist, dass übrigens 3 von den Fahrzeugen, die hier ausgestellt sind, in den vergangenen Kalendern auch schon mal abgelichtet worden sind. Und ja. Das freut mich natürlich umso mehr, dass man hier noch mal einen Blick im Live-Original hat. Ja. Die sind als Sammlerstück auch noch alle zu bekommen. Aber sie wollen ja vielleicht auch noch... Ja, gut, und jetzt also natürlich... Ja, jetzt haben wir hier... Einmal hier dieses wunderschöne Plakat, das ist das diesjährige Plakat der Ausstellung von Helge, was von Jan Meininghaus gestaltet worden ist, was es im motorraver.de Shop ab. Der ist sogar hier. Jan! Jan! Also Jan Meininghaus, jetzt seht ihr ihn einfach mal live in Farbe. Hier, live und in Farbe. Hier, das ist The Artist. Jan hat, ich skribbel immer nur so ein bisschen vor, so was ich für Ideen habe, und dann setzt er das so um. Das kommt dann ein Strichmännchen vom Helge. Genau. Die auf irgendwelchen Autos sitzt. Und ich muss das dann daraus machen. Es ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, aber sie wird jedes Mal gut. Und wie machst du das? Also ziehst du die Originalbilder? Genau, ich suche mir Referenzen im Internet oder die du mir schickst, die Originalautos, die hier sind. Dann male ich die als Tuschezeichnung, scanne die Sachen und koloriere die in Photoshop und bastle noch ein bisschen und höre dann dein Feedback, ob jetzt jemand mit einem Gewehr zum Beispiel drauf zu sehen sein darf oder nicht. Und wenn dem nicht so ist, dann ändere ich das nochmal. Genau, geile Geschichte hier. Den kennt ihr ja, ne? Das ist... Ne, genau, wir machen ja gleich noch ein Gewinnspiel sozusagen. Also da war vorher Charles Bronson drauf. Aus einem Film, in dem er diesen Pickup fährt. Den gelben F-250 und mit der Schrotflinte rumballert. Dieses Bild mit der Schrotflinte und Charles Bronson wollte die Messeleitung leider nicht auf dem Plakat haben. Deswegen haben wir da jetzt noch einen viel schlimmeren Typen, den rechtsradikalen Waffennarren Clint Eastwood aus dem Film Gran Torino. So, wenn ihr aber wisst, wie hieß er denn, der Schauspieler in dem Film Gran Torino, dann gibt es was zu gewinnen. Und wenn ihr wisst, wie der Film hieß, in dem Charles Bronson mit einem Melonenlaster durch die Gegend knattert. Da gibt es auch was zu gewinnen, oder? Alles klar. Wobei der Melonenlaster natürlich schon ein eindeutiger Hint wäre. Ja, stimmt. Da gibt es nochmal einen oben drauf. So. Und hier ist der Kalender, von dem Carlos geredet hat, mit dem Avanti. Genau, das haben wir ja eben gerade gesehen, den Studebaker Avanti in Rot, bei den Kollegen in der Halle nebenan. Und hier ist das Motiv, von dem wir eben gesprochen haben, wie gesagt, entstanden in Palm Springs im vergangenen Jahr. Und da haben wir ja das erste Mal eine Reise gewagt in die Vereinigten Staaten und haben da eine richtige fette Shootingreise gemacht. Und da sind dann von den 52 Motiven sind noch knapp 25 in den Staaten entstanden. Was natürlich auch geil ist, dass wir mal ein bisschen authentischen Style auch noch irgendwie mal rüberbringen können. Wohl ja.
alle ja unseren Stil auch liebt, wie wir ihn hier in Europa machen, aber es ist auch mal geil, da gewesen zu sein. Ja. Ja, und da ist das gute Titelmotiv, ist natürlich noch zu bestellen. Könnt ihr kaufen? Ist ja quasi noch brandfrisch und wie gesagt, ist ja ein Wochenkalender mit 52 Blatt. Das gute Stück kriegt ihr bei swaybooks.de. Genau. Plakat gibt es demnächst bei uns. Und jetzt, komm, wir gehen nochmal nach vorne. Ja. Also, ihr habt noch die Gelegenheit, zur Bremen Classic Messe zu kommen. Wir waren jetzt nur in einer von 8 Hallen. Und wenn ihr Bock habt, besucht uns einfach hier auf dem Stand. Und wir drehen jetzt gleich die Musik hoch, dann würdet ihr nämlich nichts mehr verstehen. Und das Dosenbier wird. Genau, und dann gibt es nämlich Pabst Blue Ribbon aus der 03 Dose. Oder ein Karl-Weißburg-Günner gibt es auch noch. Genau, und ja, sorry, Diljana, dass wir hier keine Motorräder heute zeigen. Wir sind nämlich in der Autohalle. Das nächste Mal gibt es dann ein paar Informationen aus der Zweiradabteilung. Schöne Grüße über den Teich und an euch da draußen. Also, hinterlasst Kommentare, Abo nicht vergessen. Wir sehen uns demnächst wieder in diesem Theater. Tschüss. Tschüss.